Es ist wichtig, dass wir über den Tellerrand schauen, auch mal über das Mäuerchen drüber und schauen, was woanders passiert. Hallo, Daniel Garofoli hier, dein Immobilienexperte in Dubai. Wir gehen jetzt zu einem unserer exklusiven Investmentprojekte und falls du mich noch nicht kennst, hier eine kleine Übersicht, was ich mache in meinem täglichen Business. Ich bringe Deutschen, Österreichern, Schweizern, Investoren aus der Dachregion diesen Markt näher. Warum bringe ich dir diesen Markt näher? Warum ist es wichtig, dass du dich zumindest mal mit dem Markt befasst und dir die Informationen von uns und meinem Team, von mir und meinem Team einholst? Es ist wichtig, weil die Welt ein großes Spielfeld ist. Und ich kenne sehr viele Investoren, die bei uns investieren. Wir haben in den letzten 12 Monaten mehr als 100 Immobilien verkauft aus Menschen aus der Dachregion. Und die meisten Investoren waren davor nur lokal unterwegs. Und ich möchte diesen Kreis für dich öffnen, dass du nicht nur lokal investierst, sondern dass du die Vorteile, die eine globalisierte Welt für dich als Investor bringt, mit mir umsetzt und mit mir in meine Investmentstrategie kennenlernst, ja, wenn es dir gefällt, weiterverfolgt und dann eventuell auch Teil unseres Netzwerkes wirst hier in Dubai. Denn wie ich gerade gesagt habe, in einer globalisierten Welt findest du andere Einflüsse, andere Zustände, andere Business Environments, wie man eben Geschäfte macht. Und ihr Europäer, ihr Deutschen, ihr Österreicher, Schweizer, ihr hattet sehr, 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 sehr gute Jahre über Jahrzehnte hinweg. Ja? Produktion, 60er, 70er, 80er, da ist so viel gewachsen. Da sind Milliarden von Euro entstanden, Billiarden wahrscheinlich. Der Punkt ist, dass wir eine Verschiebung von Power und Geld haben Richtung Osten. Der Punkt ist, dass viele gesellschaftliche Themen auch sich verändert haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Also ich wohne seit 7 Jahren nicht mehr in Deutschland, aber das Deutschland, das ich vor 7 Jahren verlassen habe, ist ein anderes als jetzt, safe. Und es ist wichtig, dass wir über den Tellerrand schauen, auch mal über das Mäuerchen drüber und schauen, was woanders passiert. Dementsprechend biete ich eben diese Option an. Nichtsdestotrotz kannst du diese Tools, die Jahrzehnte von Wachstum, und ich bin mir sicher, dass Europa eine Wachstumsbremse erleben wird. Ich will nicht sagen, eine Krise oder irgendwas, aber ich glaube, dass einfach andere Business Environments, mir fehlt das deutsche Wort, sorry, einfach besser aufgestellt sind, um erfolgreich zu sein, vor allem eben in Asien oder im Mittleren Osten, um einfach erfolgreicher zu sein. Während der Deutsche in seine Gewerkschaft will, seine Kündigungsfristen, Abfindungen, bla bla, hast du ja eben eine ganz andere Work-Mentality. Hier musst du noch wirklich gute Arbeit bringen, um deinen Job zu behalten, weil du kannst ihn morgen verlieren. Und hier ist eben auch kein Sozialsystem. Und ich weiß, ich tue damit sehr, sehr vielen Leuten auch vor den Kopf stoßen, aber ich persönlich finde das gut. Ich persönlich bin ein Mensch, der sein eigenes Glück in die Hand nimmt und der sein eigenes Business sich schaffen kann. Und ich persönlich finde, dass das eigentlich in der Welt, in der wir auch immer weiter, wie die Welt sich auch entwickelt, ja, Produktion ist nicht mehr so wichtig. Wir können alles aus dem 3D-Drucker printen, der kommt aus Samsung, von Samsung aus Asien. Autos werden nicht mehr so viel gebaut in der Zukunft, that's a fact, ist ja auch noch künstlich hochgehalten in Europa. Aber ist ein anderes Thema. Für mich ist wichtig, dass du als Investor diese Umstände siehst. Für mich ist wichtig, dass du diesen Vorteil nimmst, den du hast, aus einer der reichsten Regionen der Welt zu kommen, ein Vertrauen zu genießen, eine Bonität zu genießen über Generationen hinweg, die dir ermöglicht, Geld von der Bank zu bekommen. Und mein Tipp an alle Investoren da draußen: Schulden machen in Euro ist das Beste, was du gerade machen kannst.
So, und dann musst du eben über diesen Tellerrand schauen und sehen, in was für einen Markt kann ich investieren. Zum Beispiel den Markt, den ich repräsentiere, den Markt, den ich kenne, den Markt, den ich studiere, den Markt, den ich auf Herz und Nieren prüfe und meinen Investoren, meine kleinen Bauträger anbiete, um denen ein gutes, nachhaltiges Buy-and-Hold-Investment hier in Dubai zu tätigen. 80% meiner Kunden kriegen 100% Finanzierung von der Bank. 80% der Kunden, die 100% Finanzierung bekommen, erhalten diese Finanzierung auf der Basis von 0, Zinsen. Wir sind bei 0,5, 0,6, 0,8, 0,9. Und du hast eben hier massiv hohe Renditen. Wir schauen hier bei dem Immobilieninvestment auf 7-8% und eben meine Strategie, niedriger Quadratmeterpreis einkaufen, um die 2000 Euro pro Quadratmeter, in der B-Lage, da wo Mieter wirklich leben wollen. Wir fahren jetzt auch gerade durch die Marina, wie du siehst, tausende von Tower, die alle namenlos und gesichtslos sind und da will langfristig keiner leben. Schlechtes Investment, die Leute wollen nicht in der Marina leben. Aber dazu mache ich nochmal ein separates Video. Schreib mir bitte deine Gedanken in die Comments, ob du das unterstützt, ob du das ähnlich siehst wie ich, ob du den Trend auch erkennst, der sich gerade auf die Europäer zu bewegen. Ich habe dieses ganze Immobilienthema vor 7 Jahren gestartet für mich oder vor 6 Jahren und bin jetzt seit 1,5 Jahren dabei, die Deutschen dieses näher zu bringen, das gute Investment näher zu bringen. Und das ist genau der Punkt, wo ich eben auch auch sehe, dass da die Nachfrage immer mehr wird und dass die Nachfrage immer präziser wird und dass da eben auch Leute den Bedarf haben. Und ich und mein Team, wir können da wirklich eine gute Option, einen guten Einstieg, nicht zu viel, nicht zu schnell, nicht zu hohen Quadratmeterpreis, hohe Bausubstanz. Ich möchte, dass du Spaß an dem Immobilienmarkt hier selbst erlebst, Spaß, den ich erlebe als Investor. Und Teil meiner Investmentstrategie ist, die wirklich einzigartig ist. Alle Links findest du unten in der Beschreibung. Wenn dir das gefallen hat, bitte, ich lade dich ein, zu diskutieren mit mir. Du kannst auch gerne gegen meine Meinung schießen, ist alles kein Thema. Ich bin immer offen für Diskussion, was das ganze Thema Politik, Gesellschaft, Wirtschaft angeht natürlich. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, gib einen Daumen nach oben und natürlich subscribe bei mir auf meinem Channel. Und ja, ich freue mich. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.